Bundesregierung wollte diese Debatte schlichtweg vermeiden, diese Debatte über den globalen Pakt für Migration. Wir Bürger und Deutsche wollen selbst und souverän über die Zulassung von Migration nach Deutschland entscheiden. Deutschland ist eine Nation, kein bloßes Siedlungsgebiet. Das andere, was Sie jetzt hier gerade erzählen, von wegen antisemitisch. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Israel diesem globalen Pakt für Migration nicht beitreten wird. Und zwar ganz dezidiert. Alles hängt mit allem zusammen. Oder nichts hat mit nichts zu tun. Die Wahrheit dahinter ist oft ganz simpel. Oder eben manchmal komplex verschachtelt. Das ist eine Realsatire, die die Regierung hier veranstaltet. Der Finanzminister schwelgt von und in einer roten Null, ohne Realitätsbezug. Der Innenminister schrammt an seinem Rauswurf vorbei, wobei er nur etwas mehr geltendes Recht, nicht ganz, nicht komplett, Gott behüte, sondern nur etwas geltendes Recht umsetzen möchte. Und die Frau Bundeskanzlerin, die es jetzt eben gerade verabschiedet hat, möchte ihr Ansehen in der EU als in dem Fall wichtiger Art darstellen als die Interessen unseres deutschen Volkes. Diese Regierung handelt wie ein Hedgefonds. Ja genau, liebe Linke. Wie ein, so in dem Fall von Ihnen, als Finanzindustrie ungeheuer angesehener Hedgefonds. Nur entgegen der Hedgefonds handelt diese Regierung ohne betriebswirtschaftliche Grundanalyse. Und wir von der AfD lehnen a. weitere zusätzliche Belastung des Steuerzahlers ab, b. in dem Falle eine weitere, in dem Falle Expansion auch der Bürokratie und der Aufgabenzuordnung für Brüssel. Und wir plädieren dafür, dass für die deutsche Wirtschaft, und das geht an Herrn Maas, eine stabile, in dem Falle eine saubere Planungsgrundlage geschaffen wird. Alle Verträge dürfen Sie kündigen, einschließlich der Ehe. Für alles gibt es Regelungen, die Ihnen bereits vor Vertragsabschluss bekannt sind. Nicht so bei der EU-Mitgliedschaft. Die Briten wissen, was sie wollen. Sie wollen nicht fremdbestimmt sein. Und in Brüssel arbeiten über 60.000 Bürokraten, von denen allein 30.000 für EU-Kommissare tätig sind. Und die wollen ihre Macht und ihre Position natürlich um keinen Preis verlieren. Die Bürokraten in Brüssel wollen ihre Institutionen und Behörden nicht in Frage stellen lassen und in Frage gestellt sehen. Aber die EU-Bürokratie ist nicht alternativlos. Für die EU war eine Scheidung undenkbar, ein Sakrileg, wie frühere Ehescheidungen. Und jetzt erleben wir eine sehr unangenehme, ja, geradezu schmutzige Scheidung. Die EU war und ist unreformierbar zurzeit. Und auch das ist das, was viele Briten stört. Die EU-Kommissare herrschen mit immer weiterer Ausdehnung ihrer Zuständigkeit. Take back control ist das Motto der Briten. Und wir hatten gerade auch den Herrn Brehm gehört, was sie nicht verstanden haben und nicht verstehen wollen. Viele auch in unserem Land, wie wir, sind keinesfalls Gegner von Europa. Wir sind gegen diese EU-Bürokratie und gegen diese überbordende Zentralsteuerung. Wir sind überzeugte Europäer, aber keine Zentralisten. Und schauen Sie, wir machen nichts anderes, als dass wir hier die Interessen unseres Landes, genauso wie andere Länder, die ihre vertreten, auch wahrnehmen. Und dazu sind wir als Volksvertreter auch definitiv verpflichtet. Und ich möchte ganz klar die Kollegen der anderen Fraktionen auf diese Verpflichtung explizit hinweisen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.